Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wir sind heute am Teil 2 angelangt vom Toyota Yaris GR. Der kriegt jetzt heute einmal die wunderschönen Seitenschweller von uns. Und wie ich die montiere, seht ihr gleich nach dem Intro. So, wie ihr sehen könnt, hat hier der Kollege seitliche Flaps angebaut. Sogenannter Spritschutz geht hauptsächlich darum, mit seiner breiteren Reifekombination, die er hier fährt, dass er einfach hier einen gewissen Steinschlagschutz hat. Den habe ich jetzt hier neben schon mal angelöst. Ihr habt werkseitig hier Nieten verbaut. Könnt ihr natürlich auch nutzen, um dann später unseren Schweller noch zusätzlich zu befestigen. Hier habe ich es genauso gemacht. Er hat die Einsätze quasi ausgetauscht und eine Schraube rein. Und da habe ich hier auch schon mal das Loch vorgebohrt. Das heißt, die Passgenauigkeit habe ich in der Hinsicht schon überprüft. Und jetzt gehen wir noch mal einmal an die endgültige Reinigung. Das heißt, mit unserem Surface Cleaner noch mal die Fläche ordentlich sauber machen, damit man natürlich eine gescheite Klebekraft für das Klebeband herstellen können. Immer ein bisschen tricky hier. Was aber auch heißt, ihr könnt das Ganze natürlich auf dem Boden machen, ist natürlich etwas umständlicher dann. Aber klar, ein Vorteil, wenn man eine Hebebühne hat. So, das sieht sehr gut aus. Und jetzt gehen wir noch mal kurz an den Tisch vor und ich ziehe mir wieder mein Klebeband entlang. Einmal hier hinten die Schutzfolie leicht abziehen und dann mache ich wieder meine Lasche dran und kann das dann alles schön gleichmäßig abziehen. Natürlich hier auch klar von Vorteil, wenn ihr zu zweit seid, dann kann hinten quasi einer das ganze Ding schon mal dran setzen. Oder wie bei mir in dem Fall, zeige ich euch, wie es alleine aber auch funktioniert. Hier ist wichtig, dass ihr jetzt den Schweller einmal andrückt, wie er später sitzen soll. Und dann hier einfach markieren und befestigen. Und dann ganz entspannt von hinten quasi wieder die Schutzfolie abziehen, Stück für Stück. Und dann könnt ihr das ganze Ding auch schon ordentlich ankleben. Achtet darauf, hier ca. 20 Kilo Anpressdruck zu haben, das schreibt 3M vor, damit wir eine optimale Klebekraft entwickeln können. Und so arbeite ich mich jetzt von vorne nach hinten ganz entspannt durch. Sehr geil vor allem, schaut mal hier unten, wie schön der Schweller hier unten anliegt. Und hier haben wir natürlich gegenüber einem Wettbewerb ganz klar den Vorteil, mir tue die Klebefläche vollkommen ausnutzen, habe eine super geile Auflagefläche und das Ding hat nicht unten einen riesen Hohlraum, den man irgendwie verkleiden müsse. Also sehr coole Sache. Die erste Seite habe ich durch, die zweite mache ich jetzt noch schnell und dann schauen wir uns das Ergebnis wie immer einmal auf dem Boden der Tatsachen an. So, auf dem Boden der Tatsache angekommen, finde ich, sieht es doch schon mal sehr geil aus. Ich glaube, wir gehen mal auf die andere Seite rüber, da fühle ich mich nicht so eingeengt. Und ja, wie man sehen kann, auch wieder richtig geiles Fitment. Die passe einwandfrei die Schweller und gebe dem Ganzen nochmal so einen richtig schönen Charakter, ne, mit dem Außensteg hier neben. Also, mir gefällt es ganz gut. Ihr könnt es euch im Anschluss nochmal ganz kurz im Detail anschauen. Dann war es das auch schon wieder mit dem Video. Ihr könnt sehen, das geht ratzfatz mit unserem doppelseitigen Klebeband. Also, es sind ja keine 10 Minuten für beide Seiten, wo ihr braucht. Easy going. Im nächsten Video widmen wir uns dann der Heckpartie. Da haben wir einmal beide Heckflügel und den Diffusor und dann haben wir das Projekt abgeschlossen. Und ich würde sagen, bleibt am Ball. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao.